Maske ja, Maske nein. Es ist ein Dauerthema eigentlich für uns alle jeden Tag. Und die Stadt Dortmund hat auch neu entschieden, wie denn? Ja, wir haben entschieden, dass die Maskenpflicht in den Räumlichkeiten der Stadt, also vom Museum, Konzerthaus bis hin aber auch zu dem Ausländerbehörden oder dem Sozialamt, wo jetzt auch gerade viel Kontakt ist, dass wir die Maskenpflicht auslaufen lassen zum zweiten Mal, weil wir keine Grundlage mehr dafür haben. Aber wir weisen trotzdem darauf hin, das Tragen der Maske ist trotzdem sinnvoll. Das kann aber jeder selbst entscheiden. Also wir empfehlen, die Maske zu tragen, aber wir verpflichten niemanden dazu. Das ist der Unterschied. Ansonsten ja, in jeder Situation dieser Pandemie muss man die Lage neu bewerten. Das haben wir hier auch wieder getan. Wie sieht's aus mit den Bürgerdiensten? Ja, da ist das dann eben genauso, dass ich keine Maskenpflicht mehr habe. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen von uns in allen Bereichen von uns die Maske zur Verfügung gestellt, dass sie die Maske, die FFP2-Maske aufsetzen können, damit sie sich dabei auch sicherer fühlen. Das ist uns auch wichtig. Also jeder darf selbst entscheiden, eigentlich so, wie es jetzt momentan bundesweit schon in vielen Bereichen gilt. Genau. Allerdings muss man auch sagen, in den Kliniken, in medizinischen Einrichtungen, in Bussen und Bahnen bleibt es weiterhin bei der Maskenpflicht. Wie sieht's denn beispielsweise bei Veranstaltungen aus? Also in Räumlichkeiten, die der Stadt gehören, zum Beispiel ja, die Westfalenhalle. Wie sieht es da mit der Maskenpflicht aus? Da haben wir es ja schon seit Anfang April so gehandhabt, dass wir gesagt haben, wir empfehlen das, aber das ist dann eine Frage des Veranstalters, dass er das weiterempfiehlt. So ist das in der Regel auch. Das führt dazu, dass viele Menschen die Maske ablassen und einige sie wieder aufsetzen. Das ist jetzt ein bunteres Bild geworden. Und ich kann alle verstehen, die sagen, ich setze die Maske noch auf, ich fühle mich einfach sicherer bei dem Bewegen, auch in größeren Zusammenhang mit Menschen in geschlossenen Räumen, manchmal auch draußen. Soll so sein. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Wie halten Sie es beim Einkaufen? Ja, ich bin tatsächlich beim Einkaufen neulich der Einzige gewesen in dem Laden und dann war mir jetzt aber auch egal, war gut so für mich. Der die Maske aufhatte. Der die Maske aufhatte, ja, genau. Ganz herzlichen Dank. Danke.